Hallihallo, ich bin hier unter Kubuntu 15.04 und ich habe mir mal in VirtualBox angeschaut. Hardened BSD, hatte BSD. Nee, das ist nicht Rinderwahnsinn, das war BSD. So, ich habe mal kurz reingeschaut. Meine Erkenntnisse, so sie denn von Nutzen sind, mal für euch zusammengefasst. Die habe ich mir mal runtergeladen, die ISO. Was ist denn BSD? Das ist eigentlich mehr ein Unix, nur dass ich nicht Unix nennen darf, ne? Weil aus Copyright-Gründen ist also ja, Unix näher als Linux, habe ich mal in VirtualBox installiert. Zu VirtualBox ein Hinweis. Wenn ich jetzt VirtualBox überhaupt auf hätte, das wäre nichts Verkehrtes. VirtualBox, gut. VirtualBox. Betriebssystem gibt dir einen FreeBSD, hier in dem Fall 64-Bit-Version. Ob die Wahl der 64-Bit-Version hier in meinen Downloads weise war, weiß ich nicht, weil ich hatte zum Beispiel Probleme mit Webbrowsern, dazu kommen wir später und ich vermute mal, hat was mit 64-Bit zu tun. Gut, Hauptspeicher habe ich jetzt mal 1 GB RAM, ein bisschen Grafikspeicher, damit es auch läuft. Hinweis beim Massenspeichern VirtualBox, am besten feste Größe nehmen. Nimmt man keine feste Größe, kam es zu Problemen. Da sagte er, die Festplatte war voll. Normalerweise macht VirtualBox das automatisch, dass die Größe dann sich automatisch erhöht, aber erst durch die feste Größe hatte ich das Problem geworkaroundet. Hier gehört dann das entsprechende ISO-Image rein. Und dann installiert er. Die Installation ist englischsprachig, aber eingängig textbasiert und was ihr nicht wisst, einfach durchwinken. Nach dem Durchwinken kommt ihr auf einen textbasierten Desktop, habt so ein Startmenü, so eins. Und ich zeige euch erstmal die Option 2, den Single-User-Modus. So, warum zeige ich euch den? Damit ihr bei gegebenenfalls auftretenden Problemen was reparieren könnt. Ne? Das ist quasi so eine Art Reparaturmodus-Konsole, für mich zumindest. So, bei der Installation habt ihr ja das Root-Passwort festgelegt. Das Root-Passwort. Das gebt ihr da ein. So, welche Shell hätten es denn gern? Einfach Enter drücken und dann seid ihr Root erkennbar an dem Rautezeichen. Clear, das ist uns klar. Nun ist das Dateisystem in diesem Reparaturmodus aber erst einmal ja, auf Read-Only. Und dazu eben mal kurz dieser Hinweis, deshalb nutze ich die Gelegenheit des Startens. Und zwar Mount minus U und Schräger. Mount Leerzeichen minus U und dann der Schräger von links unten nach rechts oben. Dann ist das System theoretisch schreib- und lesefähig. Das hier kommt öfters. Das kommt mir jetzt ganz zu Pass, das wollte ich sowieso zeigen. Run F-Check, ne, File-System-Check, FSCK. So, Use Journal, da sagt er mal Yes und weil die Tastatur wahrscheinlich Englisch ist, drückt ihr das Z, ja. Und dann repariert er und immer das Z für Y. So, Write Changes, yes. So, jetzt ist das Dateisystem total clean. So, und jetzt können wir nochmal Mount, Leerzeichen minus U, Root-System, lese- und schreibfähig einhängen. Nun, ihr braucht natürlich, wenn ihr was editieren wollt, den Editor Nano. Ne? PKG Install Nano. Und schon ist er installiert. Aber Achtung, in dem Moment, wo ihr euch für PKG entscheidet, als Package Manager quasi, das soll, so habe ich es zumindest gelesen, nicht reversibel sein, entscheidet ihr euch für Binärformat Installation. Also kommen die Packages als kompilierte Datei, sage ich jetzt mal vereinfacht. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, dass man aus den Quellen oder aus den Sources dann was kompiliert. Seht ihr, wenn ihr mal Anleitung liest, da steht dann package-add, ne? Und das geht dann nicht mehr. Ne? Also wenn ihr euch für Package entscheidet, einmal Package, immer Package. So, und Exit aus dem Reparaturmodus aus.
und er startet dann das System ganz normal. So, normalerweise würdet ihr euch als Root einloggen und dann weitere Dinge installieren, euer Root-Passwort eingeben. So sieht das dann erstmal aus, wenn ihr es erstmal installiert habt. Wie gesagt, mit PKG installiert ihr dann alle möglichen Kram. Ja, was denn, ne? Jetzt kennt ihr vielleicht den Paketnamen nicht, ne? Ich mache mal hier clear, damit man das besser sieht. PKG Search Mate zum Beispiel. Dann sucht er nach allen Paketen, die Mage heißt. Ne? Das ist quasi die Liste, die es überhaupt so gibt. Und sucht euch da was aus. Clear. Damit das hier nicht so lange dauert, habe ich schon mal, ja, ich wollte den grafischen Desktop, mal eine Liste gemacht, was ich alles so installiert habe. Mit Package Install Mate habe ich mir den Mate Desktop installiert. Ich wollte einen grafischen Desktop. Damit ich diesen grafischen Desktop hinterher starten kann, brauchte ich Xinit. Und Xorg habe ich mir installiert, damit ich überhaupt was Grafisches kriege. Nano, wie gesagt, zum Editieren. Und das macht ihr am besten auch gleich. Passwort Group Mod Wheel minus M und dann euren Benutzernamen des, nicht des Roots halt, sondern des eingeschränkten Benutzers. Warum dieses? Damit ihr hinterher, wenn ihr im Mate drin seid, vom Mate Terminal aus, ne, mit SU root werden könnt. Seid ihr nicht in der Gruppe Wheel, ne, die Leute, die am Rad drehen, halt die Administratoren, könnt ihr das hinterher vom Mate nicht machen, also vom grafischen Desktop. Und dann mit Exit raus, könnt ihr euch mit eurem Benutzernamen einloggen und dann muss man noch eine XinitRC anlegen, eine .XinitRC. Da hinein gehört Exec Mate Session. Warum muss man sich erst als Recrunner, also als Benutzer einloggen, damit das in dem Verzeichnis vom Benutzer landet und damit man mit Start X den Benutzer mit den entsprechenden Sessions versehen kann. Gut, das machen wir jetzt mal. Ich gehe jetzt mal mit Exit als Root raus. So, Recrunner. Ich bin jetzt Benutzer. Mein Passwort. So. Jetzt bin ich der Benutzer, gut erkennbar auch am Dollarzeichen, clear. Und dann habe ich, wie gesagt, mit Nano die .xinitrc-Datei noch editiert, damit da Exec und Leerzeichen Mate Session steht. Steuerung O, schreiben, Enter drücken, Steuerung X, beenden. So, clear. So, habt ihr die ganzen Pakete installiert, die ich vorher gezeigt habe, könnt ihr mit Start X die entsprechende Mate Session starten. Und da kommt Mate nach kurzer Zeit. Mate habe ich mir schon so ein bisschen angepasst. Mit Rechtsklick Change Desktop Background kann man sich den Hintergrund anpassen und ein pfiffiges Thema zurecht fummeln. Gut, was ich noch nicht so lange gekriegt habe und deshalb auch dieses Video war, einen Webbrowser zu installieren. Da kommt nämlich mal Gedönekes. Blödsinn, ich weiß nicht warum. Gut, hier Mate Terminal habe ich hier drin. Dann, deshalb auch die Geschichte mit der Gruppe Wheel, damit ich mit SU mich hier als Root mit dem Root-Passwort einloggen kann und von da aus weiterarbeiten kann. Ne? Zum Beispiel PKG install. Und dann der Name eines Webbrowsers. Ja, welchen hätten wir denn gern? Opera, den hätte ich dann zum Beispiel schon mal installiert. So, nachdem ich den installiert habe, hatte ich den aber nicht zum Laufen gekriegt. Was ist zum Beispiel mit Firefox? PKG Search Firefox. Und dann sieht man, dass es dieses Paket ist, das ich da zu installieren hätte, also PKG install und dann den Namen hier einfach mal markieren und mit dem mittleren Mausrad da einfügen. So, das habe ich schon installiert. Gut, jetzt ist es aber so, Firefox und Opera haben da Probleme. Ich gehe jetzt mal als Root raus, hier Exit, bin wieder normaler Benutzer, clear. So, clear. Wenn ich jetzt zum Beispiel Linux-Firefox
Firefox statt. Achtung, ich habe hier eine englischsprachige Tastatur. Firefox. Dann kommt ein Exec-Format-Error. Ja. Firefox lässt sich hier zum Beispiel gar nicht starten. Vielleicht hätte ich mich für einen anderen Paketverwalter entscheiden sollen. Ne? Also nicht PKG, was irreversibel jetzt aber bei mir so ist, sondern den, der aus dem Paket Quellen was zaubert. Ne? Also wie gesagt, der hier geht gar nicht. Opera. Ich habe also keinen einzigen der installierten oder verfügbaren Browser hier als Binärpakete zum Laufen kriegt. Der war hier letztens auch schon abgeschmiert, deshalb kommt die Meldung. Und der hier hat zum Beispiel ein Problem mit den Shared Objects. Das ist für mich ein Hinweis auf Problem mit 64-Bit-Kompatibilität zu 32-Bit, so wie ich das so sehe. Ne? Ja, starte ich das Ding, kommt auch Opera, das sieht auch alles gut aus. Aber wenn ich dann was suche, Test oder wie auch immer, bekam ich keine einzige Webseite anzuzeigen. Vielleicht auch irgendein Problem. Ich habe mal was gelesen von D-Bus und so weiter. War jedenfalls nicht. Also ansonsten bis dahin alles gut gelaufen, alles schön und klar. Ne? Gut, jetzt könnte ich mir das noch eindeutschen mit entsprechenden Paketen, Pakete suchen. Wunderbar. Ne? Also die Installation war insgesamt schneller und einfacher als bei Arch Linux. Aber jetzt wird es arg schwierig, denn jetzt müsste man sich natürlich genau mit dem System, also nicht mit Mate beschäftigen, sondern tatsächlich mit dem BSD und wie man das hätte vielleicht besser machen sollen, die ganzen Wikis lesen und schlau machen. Das war mein Kurztest. Also wie gesagt, man kommt recht schnell auf einen grafischen Desktop. Wobei ein grafischer Desktop für dieses BSD eigentlich gar nicht so vorgesehen ist. Das ist eigentlich mehr so für Server. Ne? Oder zum Beispiel für NAS-Laufwerke habe ich es gesehen. Bei FreeNAS zum Beispiel ist auch FreeBSD drauf. Und was jetzt das Hardened BSD jetzt von dem normalen BSD unterscheidet, ist auch noch wieder eine Geschichte für sich. Wie gesagt, mit diesen D-Bus und I-Bus und wie sie alle heißen, Omnibus, müsste ich mich beschäftigen, habe ich auch keine Lust dazu. Gut, ich wollte nur wissen, was das ist, habe mir das kurz mal installiert, hoffe, mit diesen Hinweisen kommt ihr selbst mal zu einem grafischen Desktop von Hardened BSD. Ich hoffe, ihr mit Gorgenzahn, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.